Jetzt also das versprochene Video zum Apple iPhone SE. Die Verzögerung bitte ich zu entschuldigen, aber die meisten von euch dürften ja inzwischen mitbekommen haben, dass mich Apple leider boykottiert. Es gibt keine Infos, keine Antworten und natürlich vor allen Dingen auch keine Testgeräte. Aber die meisten von euch dürften ja wahrscheinlich sowieso schon mitbekommen haben, dass es im Prinzip ein iPhone 5S neu aufgelegt ist. Also auch bis auf Haaresbreite sozusagen identische Maße. Gut, 113 statt 112 Gramm, 1 Gramm ist es jetzt ein bisschen schwerer, Aluminium ist geblieben und ein paar Veränderungen gab es natürlich schon. Also jetzt beispielsweise, ich habe Akkulaufzeit-Testergebnisse für euch, da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Hier hinten die Kamera ist jetzt 12 Megapixel statt 8 und vor allen Dingen Phasenabgleich Autofokus, also sehr viel schneller und präziser und f2,0 statt 2,2, also größere Blende, mehr Licht und auch Videos in 4K inzwischen. Frontkamera, da hat sich allerdings absolut nichts getan, das ist dieselbe alte Möhre, 1,2 Megapixel, nur f2,4, also auch weitaus nicht so lichtstark und vor allen Dingen Videos nur in 720p, da ist natürlich heutzutage schon ein bisschen mager. Ja, trotzdem gibt es natürlich auch gute Nachrichten. Also es steckt ein neuer Prozessor drin, der A9 mit dem Co-Prozessor M9, also wie im iPhone 6S, 6S Plus. Heißt zwar weiterhin zwei Kerne nur, aber ihr wisst, wie das bei Apple ist. Die haben wirklich ihre Ressourcen im Griff. 1,84 GHz und 2 GB Arbeitsspeicher jetzt statt einem. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich so abschneiden wird wie 6S, 6S Plus in dieser Größenordnung. Die haben ja wirklich die Konkurrenz deklassiert, muss man fast schon sagen. Also wirklich super, super schnell. Außerdem neu hinzugekommen ist jetzt endlich Wireless LAN AC und NFC. Ja, und ansonsten muss man halt vor allen Dingen noch wissen, dass es lediglich zwei Modelle gibt, nämlich mit 16 und 64 GB, 489 und 589 Euro. Das ist natürlich schon mal auf jeden Fall eine Hausnummer geringer als damals das 5S. Das hat ja in der kleinsten Version 699 Euro gekostet. Das ist natürlich schon mal ein Unterschied. Man muss allerdings auch bedenken, hier ist jetzt die kleinere Variante, also 16 GB, und da bleiben netto noch von übrig gerade mal 11,1 GB. Und ihr wisst ja, wie immer, es gibt zwar einen Slot hier für die Nano-SIM, aber eben halt nicht für Micro-SD oder so. Das heißt, Speicher nicht erweiterbar. Bedeutet, mit diesen 11 GB muss man also ein Leben lang sozusagen auskommen. Oder zumindest ein Smartphone Leben lang, also 2 Jahre ja meistens. Ja, und da muss man sich das gut überlegen, weil gerade 4K-Videos verbraten natürlich enorm. Und Videos sowieso, Fotos, Musik. Also wer Multimedia macht, der dürfte mit diesen 11 GB wahrscheinlich nicht sehr weit kommen. Muss also zum 64er greifen. Deswegen eigentlich eher 589 ist der reale Preis, sage ich jetzt mal. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, der Akku, der hat sich enorm gemacht, auch wenn die Steigerung von den Milliampere-Daten nur minimal ist. Beim 5S waren es noch 1560, jetzt 1642, also ein bisschen mehr, aber trotzdem im Laufzeittest wesentlich besser. Das wird wahrscheinlich auch am neuen iOS 9 liegen. Damals war es ja noch iOS, ich glaube, 5 oder irgendwie so, 5 oder 6 beim 5S. Jedenfalls hier jetzt im Laufzeittest 632 Minuten statt 411. Damals das 5S liegt heute nach heutigen Maßstäben 14% unterm Durchschnitt. Jetzt das SE 32% überm Durchschnitt. Also richtig gute Laufzeit, 54% mehr als das 5S. Damit kommt man wirklich locker über den Tag. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ja, alles andere ist wirklich absolut gleich. Das heißt also, LTE hatte ja auch schon der Vorgänger und das IPS-Display hier ist weiterhin nicht Dual Domain. 4 Zoll auch weiterhin von der Auflösung, also 102 mm. Aber wie gesagt, ich würde nicht drüber lachen, weil ich finde es halt schon enorm handlich, sehr, sehr angenehm. Man kommt problemlos halt an die gegenüberliegende Seite. Mir persönlich würde sowas ja reichen eigentlich, wenn ich jetzt nicht gerade permanent Fotos und Videos gucke. Aber das, wie gesagt, ist eine Frage der Zielgruppe. Aber wenn man eigentlich nur Mails macht und ein bisschen telefoniert, SMS, WhatsApps und das Übliche eben halt, reicht das ja auch völlig aus und ist halt schön klein, locker und vor allen Dingen, wie gesagt, 113 Gramm angenehm leicht.
Auch die Auflösung exakt identisch. Das heißt, wir reden hier über 640 mal 1136 Pixel, eine Schärfe von 326 ppi. Das ist jetzt nicht so doll, aber auch, ihr seht es ja hier, kann man absolut mit leben. Von daher für Apple-Fans sowieso wahrscheinlich interessant, die nicht so viel Kohle auf dem Konto haben, auf gut Deutsch, und sagen, naja, auch das kleine 489 reicht mir ja. Aber auf der anderen Seite sind halt trotzdem fast 500 Euro. Und dafür halt, wenn man das absolut mit der Konkurrenz vergleicht, bekommt man halt relativ wenig. Das sehe ich jetzt auch ein. Naja, muss jeder letztlich für sich selbst entscheiden. Ich teste natürlich auch das iPhone SE nochmal ganz ausführlich, inklusive Kameraqualität, Benchmarking und so weiter. Das folgt dann alles schriftlich, wie immer, auf meiner Website mobiwatch.de. Das war es als erster Eindruck vom iPhone SE. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Ciao.